Hallöchen meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Deadlock. Ihr habt mich gefragt, wie ich das Spiel so finde, in den Streams wie auch in den Videos und habt mich auch darum gebeten, dass ich ein Video dazu mache. Und das wird hiermit geschehen. Also, wie finde ich Deadlock? Ist es gut? Kommt man gut rein? Lirum Larum, let's go! Meistens esse ich nur ein Bonbons, aber manchmal auch mindestens fünf. Valve selbst schreibt zu ihrem Spiel Deadlock, es ist ein Multiplayer-Spiel, das sich noch in der Entwicklung befindet. Ich habe jetzt bereits einige Runden gespielt, Gameplay befindet sich im Hintergrund. Ein 6 gegen 6 Hero-Shooter, du wählst am Anfang einen der Helden aus. Hier habe ich euch mal ganz kurz die Auswahl der einzelnen Helden aufgemacht. Also ihr wählt hier einen aus, den ihr spielt, beziehungsweise ihr wählt für jedes Spiel drei aus, falls eurer vergriffen ist, und dann geht ihr einfach ins Spiel rein. Jeder Held hat vier Attacken, 1, 2, 3, ich sag mal die normalen Attacken und 4 die Ulti. Was die Gegner angeht, hat man einmal kleinere Versallen, CPU-gesteuerte Viecher, die einfach auf dich zurennen, auf den einzelnen Lanes. Man sieht schon, oh, Dota, LOL-mäßig. Viele haben das bereits gesagt, es fühlt sich an wie ein Mix aus Dota und Valorant und vielleicht auch hier Overwatch und so weiter und so fort. Man spielt also, wie gesagt, gegen diese Vasallen, die kleinen, die immer wieder in Wellen auf den einzelnen Lanes angelaufen kommen. Dann gibt es etwas größere Vasallen, dann gibt es die ganz normalen Feinde, die Spieler, die anderen Helden und dann eben noch sowas wie Türme. Wie man hier sehen kann, unterscheiden sich die Türme auch in ihrer Art und Weise. Es gibt einmal diese stehenden Knilche, dann gibt es so ein riesen Spinnenviech und in der feindlichen Basis gibt es auch nochmal andere Gestalten bzw. Gebäude, die man zerstören muss. In der Theorie ist das Ganze aber relativ einfach. Unten auf der Karte seht ihr ja die einzelnen Lanes. Wenn eure Vasallen, also die CPU-Viecher, die KI Mates weiter vorlaufen, schalten sie die Lane für dich weiter frei. Du kannst dich oben an die Lane dranhangeln und nach vorne sausen. Wenn der Gegner wiederum zurückdrückt und mit seinen Vasallen durchgeht, dann wird deine Lane wieder verkürzt und dafür können die Gegner dann weiter zu euch rüber sausen. Und dein Ziel ist es natürlich, die Lane komplett frei zu machen, also die ganzen Türme, die großen Hindernisse auf deiner Lane zu zerstören, damit deine Vasallen durchrennen können und in die gegnerische Basis reinrennen können. Das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, dass du jedes Mal voll reinrutschen kannst. Wenn du mal stirbst, kannst du nach Zeit X, sobald du respawned bist, von deiner Basis aus dich an deine Lane hängen und einfach direkt rüber zu den Gegnern fetzen und da weiter Damage machen. Natürlich versuchen die das wiederum aufzuhalten, indem sie deine Vasallen killen, also die kleinen Viecher, und ihre Viecher wieder vorlaufen lassen. Wie gesagt, LOL-Spieler, Dota-Spieler, die kennen das aus dem FF. Natürlich gibt es noch einige Varianten und Nuancen, aber das ist so im Grunde das Spiel. Das Ganze ist auch nach wie vor kostenlos. Ihr könnt einfach mitspielen, indem ihr eine Einladung von jemandem bekommt, der das Spiel bereits hat. Also ihr fragt den einfach als Steam-Freund an und der schickt euch eine Einladung. Ihr könnt euch gerne bei uns unten im Discord melden, der ist verlinkt, oder in unserer Steam-Gruppe. In beiden Bereichen könnt ihr nach einem Code fragen oder nach einem Invite fragen. Es sind keine Codes, Invites. Lasst euch da auf keinen Fall scammen. Man kriegt einfach einen Steam-Invite und kann das Spiel dann spielen. Natürlich wurde ich jetzt schon diverse Male gefragt, wie ich das Spiel finde. Mir gefällt das Spiel recht gut. Ich finde, es hat ein Riesenpotenzial und ich komme durch Deadlock viel besser in diese Art von Spiel rein, die man zum Beispiel auch ja bei LOL oder Dota hat, als in LOL oder Dota. Weil ich in Deadlock direkt drin bin und einfach im Spiel geschehen bin über die Third-Person-Geschichte. Dieses von oben draufschauen und dann rumklicken ist einfach nicht meins. Anderen gefällt das sicherlich gut und sie kommen da besser rein, aber für jemanden, der aus Ego-Shooter-Bereichen oder Third-Person-Shooter-Bereichen kommt, wie mich, ist es auf jeden Fall angenehmer, in so ein Spiel reingeworfen zu werden und direkt drin zu sein. Ich laufe mit meinen Vasallen oder Minions oder wie man sie eben nennt, zusammen rum, metzel die anderen ab, indem ich auf sie draufschieße oder auf sie einschlage und bin einfach drin. Und dadurch fühlt sich für mich dieses Spielgeschehen viel einfacher an, also zu verstehen auch. Und dadurch kann ich mich direkt viel besser in das Spielgeschehen einfinden. Ich verstehe direkt oder schneller, was um mich herum passiert, was ich machen muss, was wichtig ist und so weiter und so fort. Es gehört natürlich noch einiges mehr dazu. Du kannst deine Fähigkeiten freischalten, aufleveln, du kannst einkaufen und dir Sachen für deinen Helden halt holen, indem du entweder selbst raussuchst, was wohl der beste Build ist, oder du lässt dir vom Spiel einen mehr oder weniger guten Build vorschlagen und kannst dann einfach so gut wie blind reinkaufen. Also es gibt, wie vorhin erwähnt, da natürlich noch einige Dinge, die man beachten muss. Und genau das ist für mich der Punkt, der das Spiel halt wieder so ein bisschen madig macht, aber es liegt einfach nur daran, dass ich halt nicht die Zeit habe, mich schon wieder in irgendein neues Spiel reinzufinden. Ich denke, viele Spieler, Zocker, Gamer, wie man es auch nennen möchte, die etwas älter schon sind, dahin gereift sind, dahin gerottet sind, die auch möglicherweise Familie haben und halt voll im Berufsleben stehen, die haben halt nicht so die Zeit, sich in den Spiel richtig, richtig reinzufuchsen. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich Valorant zwar auch nice fand, aber halt nicht so nice, weil man irgendwelche Sachen lernen muss. Ich habe zum Beispiel heute auch, als wir reingezockt haben, gegen einen gespielt mit so einem Sombrero. Ich glaube, das Gameplay läuft im Hintergrund. Und der hat ab und an halt so ein Ding gemacht, dass er in der Luft war und halt rot war. Und ich dachte, ich damage den gerade mit einer Attacke von mir. Aber das war seine Ulti. Natürlich hat man relativ schnell gemerkt, okay, irgendwie mache ich ihm doch nicht so viel Damage, wie ich gerade denke. Das ist wohl nicht von mir. Meine Mates haben auch gesagt, nee, das ist dem seine Ulti. Blablabla, das ist schnell geklärt. Aber da es so viele Helden gibt, wie vorhin ja kurz zu sehen war, musst du natürlich eigentlich
jeden Helden mal zumindest ein bisschen gespielt haben, damit du auch raffst, was die machen können. Sonst rennst du da rum und denkst, oh, ich werde gerade geheilt, dabei wirst du gerade gedamaged. Das ist für mich der Punkt, der bei, gerade eben bei solchen Hero-Shootern oder bei solchen Hero-Spielen, wie eben auch LOL und Co., das ist die Schwierigkeit für mich. Auch das Einkaufen, das perfekte Gear für diesen und jenen Hero finden, das ist was, in das ich mich halt nicht so leicht reinfuchsen kann, weil ich halt auch die Zeit nicht dafür habe. Du musst dafür einfach das Spiel spielen, um reinzukommen. Ich würde sagen, das hat bereits nach dem ersten richtigen Game schon ganz gut gefruchtet. Aber ja, es ist halt nun mal unabdingbar zu wissen, was die anderen auch können, die Gegner. Und auch deine Mates. Bom kam zum Beispiel manchmal rum und hat mich halt geheilt. Und bei den ersten zwei Mal habe ich nicht genau gerafft, was abgeht. Obwohl es das typische Heilen war, ein grüner Kreis und sowas. Aber er kam von hinten angeschlappt und die Map ist unten rechts und nicht oben links. Und es ist so, ich habe es erst nicht ganz verstanden, was abgeht. Von der Technik her ist es aber extrem geil. Ich habe gerade vor 2-3 Tagen noch ein paar Streams geschaut bei unseren Community-Leuten. Da hat das Spiel manchmal geruckelt. Ich weiß nicht, ob es das Spiel war oder der Stream, aber ein paar haben auch gesagt, es läuft nicht ganz stabil. Heute in meinem Test vom 28.08. lief es wie Butter. Ich hatte keinen einzigen Lag, es war perfekt. Das Aiming fühlt sich extrem gut an und es ist natürlich auch sehr gut, wenn du schon so ein bisschen Aiming mitbringst von anderen Spielen. Und das Movement fühlt sich noch besser an, wenn man die Map rafft. Du kannst rutschen, du kannst dashen in verschiedene Richtungen, du kannst rutschen, springen, dashen. Also das Movement ist wirklich sehr, sehr nice. Beim Zurückziehen und trotzdem noch auf den Gegner schauen, also rückwärts rumdashen, bin ich halt oft gegen irgendwelche Wände oder Gebäude gesprungen, weil ich halt natürlich die Map nicht auswendig kann. Ne? Also man ist so ein bisschen in Panik, überall sind helle Sachen und dein Leben sinkt sehr schnell, du willst schnell weg und stashst nach hinten und dann bist du halt in irgendeiner Wand und bist tot. Aber das ist auch einfach nur eine Sache der Übung, ganz klar. Zumal du auf der Map ja ganz gut eigentlich erkennen kannst, wohin. Die Runden, die ich bis jetzt gespielt habe, haben mir aber sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn ich bei weitem nicht so krass war wie meine Mitspieler. Beziehungsweise das zweite Game, das ging dann ganz gut. Aber ja, natürlich, ich spüre, dass sie schon einige Stunden reingesteckt haben und ich zum Beispiel noch nicht. Da das aber auch ganz normal ist bei solchen Spielen, braucht man sich da auch keinen Kopf machen. Wenn man hier mal ganz geschwind in SteamDB reinschaut, ist es echt krass, was das Spiel bereits für Zahlen presst. 92.707 Leute im Peak. Der Peak wurde jetzt in den letzten 21 Stunden erreicht. Im Moment sind 80.000 Leute drin und ihr könnt, wie gesagt, komplett kostenlos einfach da rein. Bedenkt hierbei, also bei den Zahlen, dass das Spiel noch nicht released wurde und auch nicht irgendwie großartig angekündigt wurde. Im Spiel selbst hattest du eine Nachricht, wenn du es schon besessen hast, dass du jetzt darüber sprechen darfst. Mehr gibt's aber auch nicht. Natürlich weiß mittlerweile jeder und seine Mutter von Deadlock, aber trotzdem, es ist noch nicht angekündigt und es spielen schon so viele Leute, das ist wirklich strong. Man spürt, dass die Volvos hier mal wieder was Gutes in der Hand haben. Viele von euch wissen sicherlich auch, dass sie schon viele, viele Spieletitel, die in der Entwicklung waren, weggeworfen haben. Das ist so ein typischer Move, so ja, das ist nicht gut genug. Man hätte übrigens auch CS2 gerne noch ein bisschen später bringen können, aber egal. Aber wenn sie dann was rauspressen, hat man ja auch in der Vergangenheit mitbekommen, dann ist es meistens ein Banger. Und somit kommen wir hier zu meinem Fazit am Ende des Videos. Deadlock macht wirklich Bock. Man muss sich reinfuchsen, man sollte die Zeit dafür haben, weil man sonst wahrscheinlich stark unterlegen ist, weil du nicht weißt, was passiert. Mit ein wenig Einarbeitungszeit sollte es aber gehen. Da wir nicht wissen, wie der Update-Verlauf sein wird, kann man auch nicht genau sagen, ob das dann auch so ein bisschen hält, was man gelernt hat. Wenn sie ständig neue Helden rausbringen würden, was sie hoffentlich nicht machen, dann wäre das ein bisschen kacke. Das war übrigens der harte Schnittpunkt bei Valorant. Es kamen 2 neue Helden, 3 neue Helden und dann war ich raus, weil ich gesagt habe, ich kann einfach nicht mehr. Ich kann mir den Scheiß nicht auch noch einprägen. Also, wenn sie jetzt nicht ständig neuen Kram pressen und dafür sind die Volvos jetzt ja auch nicht bekannt, dass sie andauernd. Von daher sind die Chancen ganz gut, dass das Wissen, das du erlangst durch deine Spielstunden, dieses solide Grundwissen, dass das ausreicht, um richtig schön reinspielen und auch viel Spaß haben zu können. Ich spreche auf jeden Fall eine Empfehlung für das Spiel aus, also wer es bereits hat, ran da. Wer es noch nicht hat, holt euch die Invites gerne über unsere Community und zockt auch gerne mit uns mit. Ich werde demnächst auch mal im Stream reinspielen. Also ja, beide Daumen von mir nach oben in Richtung Deadlock. Ist ein nice Game, kann man mal machen. Wir sehen uns dann morgen wieder im nächsten Livestream ab 18 Uhr. Denkt dran, dass es dort morgen und auch am Freitag noch dieses Giveaway hier für euch gibt. Gerne mitmachen und dabei sein. Ja, dann haut da rein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns dann morgen live. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.